Hallo. Yay, hi, wir sind endlich in Lima angekommen. Ja, nach 24 Stunden Reise. Man sieht es uns vielleicht eh schon ein bisschen an. Ja, sind schon ein bisschen erschöpft. Da wir uns noch nicht vorgestellt haben, ist unser erstes Video. Das ist die Mira. Und das ist der Jürgen. Ja, und wir werden euch jetzt die nächsten 2,5 Wochen laufend mit Infos versorgen hier aus Lima live. Und ja, mit tollen Infos hoffentlich. Ja, wir haben einen Zwischenstopp in Amsterdam kurz gehabt. Also da haben wir unser Social Media Equipment das erste Mal getestet. Auch wirklich in live in Action. Ich hoffe, ihr lest fleißig unsere Twitter-Posts. Und ja, auf dem 12-stündigen Flug jetzt hier nach Lima sind wir zufällig neben. Ja, da saßen wir dann gleich neben einer Frau aus der norwegischen Delegation. Hätte nicht besser kommen können, weil dann haben wir quasi gleich noch ein Briefing bekommen zu der politischen Situation in Peru und haben noch ein paar neue Wörter gelernt, zum Beispiel Firewall. Was eben sehr gut veranschaulicht, die beiden großen Interessensgruppen der Industriestaaten und der Nicht-Industriestaaten, die bei den Verhandlungen aufeinanderprallen und eben diese beiden großen Interessensgruppen, die ein Weiterkommen bei den Verhandlungen schwer macht. Ja, wir haben auch erfahren, dass es eine norwegische Jugenddelegierte geben wird, die leider erst am Samstag anreisen wird. Aber wir hoffen, dass wir sie dann im Rahmen der Conference of the Parties nächste Woche auch kennenlernen werden. Ja, jetzt sind wir im Taxi vom Flughafen zu unserer Unterkunft. Estamos en Lima por la conferencia del cambio climático. Ahora, ¿no? Ahora, sí. Sí. ¿Usted sabe de esta conferencia? No, verdad que no. Wir freuen uns auf den morgigen Tag, wo wir uns hier einleben werden ein bisschen. Wir sind schon extrem gespannt, was wir erleben werden und werden natürlich weiter berichten. Ja, und folgt uns auf unseren Twitter und Facebook-Channel. Das ist Facebook, heißen wir NRAPS und auch auf Twitter NRAPS. Yay! Bleibt's dabei! Tschüss! Ciao!